Moin, willkommen zur Video-Review von der Kiko KO Action Kamera. Die Kiko KO ist eine Budget-Action Kamera mit einer maximalen Videoauflösung von 1080p bei 30 Frames pro Sekunde. Die Kiko KO wurde netterweise vom Combat Online Shop gestellt und den Produktlink dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. So, fangen wir erstmal an. Ich hatte euch die ganze Kamera schon etwas im Unboxing gezeigt und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen genauer. Die Kiko KO hat erstmal grundlegend drei Benutzerschnittstellen. Sprich, es hat drei Buttons. Hier haben wir erstmal den Anschalter, der auch als Mode-Schalter genutzt werden kann. Hier haben wir den Auslöser an der Seite und hier an der anderen Seite haben wir einen kleinen WLAN-Schalter, der auch als Menüschalter im Menü benutzt wird. So, an der Seite haben wir noch die Schnittstellen für die Micro-SD-Karte sowie einen Mini-HDMI-Anschluss und einen Micro-USB-Anschluss. Obwohl, es ist kein Micro-USB-Anschluss. Das ist ein kleiner Nachteil, hier wird ein proprietäres USB-Kabel verwendet, sprich echt aufpassen, dass man das Kabel nicht verliert, weil sonst ist man ziemlich gearscht, wenn man einfach das Kabel, ich wüsste jetzt gerade nicht, was für ein Standard ist, bestimmt kann man das auch irgendwo anders nachbestellen, aber es handelt sich nicht um ein Standard-Micro- oder Mini-USB-Kabel. Dann haben wir hier nebendran noch ein kleines Display, ganz normales, kleines, monochromes Display mit wenigen Pixeln, nur für die gröbsten Einstellungen, und dann haben wir hier noch zwei LEDs, die einmal zum Laden und das WLAN anzeigen. So, dann wollen wir uns erstmal angucken, wie sieht das Menü der KO eigentlich aus. Dazu machen wir die ganze Kamera mal an. Und man sieht auch, es hat hier eine kleine Notification-LED, sagen wir es jetzt mal, hier an der unteren Seite, die einfach nur den Anzustand signalisiert. So, und jetzt sind wir gerade hier schon im Videomenü. Und hierüber können wir jetzt mit Mode durch die verschiedenen anderen Modi schalten. Davon hätten wir einmal neben dem eigentlichen Videomenü, hätten wir auch noch das normale Fotomenü. Anstatt ein Foto zu machen, können wir auch das Ganze ein Burst-Foto machen, sprich mehrere Aufnahmen innerhalb von kurzer Zeit mit nur einem Auslöserknopf. Als auch einen zeitverzögerten Auslösevorgang. Und dann sind wir hier auch im Einstellungsmenü. Im Einstellungsmenü in der Kiko ist eigentlich ganz gut gemacht, kann man eigentlich fast alles einstellen. Ich sage hier noch fast, weil es gibt einige Einstellungen, die man nur mit der zu verbindenden App einstellen kann. Hierzu gehört unter anderem auch die Belichtungszeit. So, hier können wir jetzt einige Sachen auswählen, wie zum Beispiel die Videogröße, bei welcher Framerate es eben laufen soll. Oder wie lange eine Clipzeit sein soll, oder verschiedene Arten, können wir einmal hier durchgehen. Ist zweiseitig das Menü, hier sind noch zwei weitere Einträge. Und das war's an sich auch. Aus dem ganzen Ding kommen wir wieder mit Mode raus, womit wir wieder im Videomenü landen. Neben vielen anderen Zubehör wird mit der Kiko KO auch ein wasserdichtes Gehäuse mitgeliefert. Dieses sieht so aus und hatte ich euch kurz schon im Unboxing-Video gezeigt. Und ist eigentlich ganz nett gelöst, sitzt wirklich, wirklich fest und man kann alle drei Buttons auch von außen bedienen. Allerdings ist das ein kleines Nachteil hier drin, denn wenn man es hoffentlich im Video sieht, ich werde es auch nochmal fotografieren, dann könnt ihr es in den Fotos auch mal wirklich ansehen, ist, dass diese Knöpfe hier erstens relativ kurz gemacht sind, sprich man muss manchmal wirklich mit Kraft reindrücken, damit der Druck auch angenommen wird. Und noch ein zweiter Nachteil ist, dass diese Knöpfe wirklich sehr spitz sind. Sie haben wirklich sehr scharfe Kanten hier, was leider in Verbindung mit zum Beispiel dem Mode-Knopf, der aus einem relativ weichen Plastik gemacht ist, schon nach wenigen Benutzungen in der wasserdichten Hülle seine Spuren hinterlässt. Sprich, man hat hier schon nach 3-4 Mal Benutzen in der wasserdichten Hülle kleine Kratzer drin, was natürlich nichts wirklich Großbedeutendes ist. Aber es sieht nicht schön aus und nicht ganz durchdacht. Hier einen kleinen Abzug in der B-Note. Das hätte man eindeutig besser lösen können. Aber von der Funktionalität her sitzt das Ding wirklich fest. Ist innerhalb von zwei Handbewegungen drin befestigt. Dafür ist es eigentlich wiederum ganz gut. Mit der Kiko KO gehört auch eine App, die man direkt aus dem Google Play Store runterladen kann und deren Link man netterweise direkt im Gehäuse von der Kiko in Form eines QR-Codes ablesen kann. Die App hat den Namen AIT Wi-Fi Camera Viewer oder ähnlich und befindet sich dann im Menüpunkt als Wi-Fi Camera Viewer. Dafür habe ich jetzt bereits das WLAN an der Kiko KO angestellt, mich mit dem Handy darauf verbunden und starte jetzt einfach mal die Wi-Fi Camera App.
und diese müsst ihr jetzt auch automatisch gleich mit der Kamera verbinden, tut sie auch. Und wie gesagt, man kann diese App verwenden, um unter anderem Einstellungen zu setzen. Man kann die ganzen Kameraeinstellungen, die man an der Kamera selber setzen kann, hier einstellen. Also einige weitere, wie zum Beispiel die Videoauflösung, sprich die 1080p, 720p in sowohl 30 als auch 60 FPS oder wenn man will auch nur VGA-Auflösung. Des Weiteren kann man auch die Kameraauflösung einstellen, wenn man nur Bilder machen möchte. Und dann, wie gesagt, noch einige Dinge, die man nicht in der eigentlichen Kamera-App einstellen kann, wie zum Beispiel Motion Detection, Flicker Frequency und Auslösezeit und ähnliches. Was auch ganz nett gelöst ist, man kann mit einem Knopfdruck automatisch die Systemzeit der Kamera mit dem vom Handy synchronisieren und findet dann noch die Firmware und App-Version. So, man kann auch die WLAN-Daten von dem WLAN-Netz, das die Kamera aufbaut, hier über die App nochmal einstellen. Habe ich hier in dem Default-Zustand erstmal gelassen. Des Weiteren kann man auch direkt auf die Micro-SD-Karte, die in der Kamera sitzt, zugreifen. Sprich, diese Dateien, die jetzt hier gerade angezeigt sind, sind eigentlich hier in der Micro-SD-Karte drauf und können wir direkt von der Kamera auf das Handy, ohne die Micro-SD-Karte umständlich umstecken zu müssen, direkt übertragen mit WLAN-Geschwindigkeit. Das ist schön gelöst. Und noch einen kleinen Shortcut zu den bereits übertragenen Daten, habe ich jetzt hier gerade keine drauf. Und ein weiteres nettes Feature ist, dass man eine Camera-Preview hat. Das bedeutet, ich kann eine Live-Preview der Kamera direkt jetzt gerade auf dem Handy sehen, was das ganze Ding auch für zum Beispiel Quadcopter-Einwendungen macht, interessant macht, dass man einfach direkt das Ding auf den Quadcopter drunter schraubt und nicht nur Videos machen kann, sondern direkt auch live dann per Handy die Sicht überwachen kann. Das zeige ich euch mal kurz. Ich habe jetzt hier schon verbunden und drücke einmal auf Camera Preview, Connecting to Camera. Und wir sehen, es ist relativ sogar lagfrei. Wenn wir jetzt hier mal drauf gucken und wir spiegeln uns natürlich 30-fach und läuft echt ohne Probleme. Hell-dunkle Anpassung läuft auch einigermaßen. Das funktioniert ganz gut auf jeden Fall. Und das war an sich die App. Und muss ich erstmal also auch sagen, dass es bisher relativ stabil läuft. Mir sind auch keine App-Abstürze aufgefallen oder ähnliches. Für die App auf jeden Fall Daumen hoch. Während mich die Bildqualität von der Kiko KO für ihren Preis wirklich überzeugt, sprich wirklich schöne Bilder eigentlich liefert, auch die Hell- und Dunkelkontraste und die automatische Helligkeitsregelung eigentlich wirklich gut gelöst sind, auch die Linse mit dem Weitwinkelobjektiv auch wirklich überzeugt mich persönlich, ist ein sehr, sehr großer Nachteil für mich in dieser Kamera der Ton. Denn der Ton ist wirklich, wirklich dumpf und sehr leise und eigentlich wirklich schlecht und nicht zu viel zu gebrauchen. Um euch das mal kurz zu demonstrieren, werde ich jetzt eine Aufnahme starten. Ich klicke einfach hier oben auf Aufnahme und sie fängt an zu blinken. Und werde jetzt einfach mal den Ton dieser Videoaufnahme auf das Video dieser Kamera hier drauflegen. So, jetzt hört ihr mich über die Kameraaufnahme von der Kiko KO und man merkt jetzt schon bereits, obwohl ich das wahrscheinlich später noch am PC nochmal um Vielfaches verstärken werde, der Ton, es hört sich echt schlechter, muss man einfach sagen. Das Video ist gut, aber der Ton ist wirklich dumpf, dafür besonders, dass ich halt 1 Meter oder besser gesagt nur 1,5 Meter vor der Kamera sitze, bringt das nicht viel. Und das Ganze wird noch deutlich schlimmer, wenn ich jetzt hier das wasserdichte Gehäuse nehme und das Ganze mal reinpacke und verschließe. So, damit kommen wir auch schon zum Ende des eigentlichen Review-Videos und zusammengefasst muss ich sagen, die Bildqualität von der Kiko KO überzeugt mich sehr für ihren Preis, der Ton absolut nicht. Sprich, wer eine Kamera haben möchte, mit der er eigentlich nur Bilder filmen möchte und sowieso zum Beispiel später einen Ton hinterherlegt oder es zum Beispiel echt für irgendwelche Skiabfahrtsvideos nutzen möchte, wo der Ton sowieso interessant ist und man nur schöne Bilder haben möchte, dafür kann man das Gerät wirklich benutzen. Wer aber auf einen Ton angewiesen ist, beziehungsweise es nicht missen möchte, dafür eignet sich die Kiko KO eindeutig weniger. Wenn ihr noch weitere Informationen haben möchtet, wie zum Beispiel wie die Bilder eigentlich aussehen oder ähnliche Sachen, dann kann ich euch nur empfehlen, guckt auf meine textbasierte Review. Den Link dazu werde ich euch wie immer auch in der Videobeschreibung noch geben. Und abschließend an dieses Fazit werde ich jetzt noch ein paar Videoszenen von der Kiko KO
aufgenommen, hinterherschneiden, um euch noch einen weiteren kleinen Eindruck von der Weitwinkellinse zu geben, als auch von der eigentlichen Videoqualität. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann könnt ihr mir wie immer einen kleinen Gefallen tun und solange ihr es noch nicht gemacht habt, auf den Subscribe-Button klicken. Und vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.